Heute stelle ich euch mal den Braun Silke Peel 9 Flex Epilierer vor. Die Nummer ist 9002. Ich glaube, das Gerät ist super nagelneu. Ich weiß gar nicht, manche Seiten bieten die noch gar nicht an. Auf Amazon konnte ich ihn noch nicht finden, aber scheinbar beim Mediamarkt gibt es den schon. Oder man kann ihn zumindest vorbestellen. Ich habe ihn kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Video muss ich nicht machen. Ich habe gefragt auf Instagram, ob ihr Lust auf ein Video habt. Und 80% haben gesagt, jo, mach ein Video. Und dann dachte ich, okay, packe ich das Teil mit euch aus. Ich muss es eigentlich in einem anderen Zusammenhang testen. Ich habe es auch zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich nutze solche Gelegenheiten ganz gerne, um auch mal ein Video zu drehen. Ich habe das Teil bisher nicht geöffnet. Also wir öffnen es gemeinsam, schauen es uns gemeinsam an und dann werde ich auch den Praxistest wagen. Ich hatte noch nie einen Epilierer, wollte aber immer einen haben und ich muss sagen, jetzt habe ich wirklich ein, glaube ich, schönes Gerät bekommen, weil das sieht recht schlank aus. Also ich kenne recht breite, vielleicht so breite Epilierer, die dann schon ein bisschen unhandlich erscheinen, jedenfalls optisch erstmal. Und der hier hat sogar einen flexiblen Kopf, deswegen heißt das Teil Flex. Gut, dann öffnen wir mal die Packung und erstmal eine Beschreibung heraus. Eine Schnellstartbeschreibung. Können wir mal reingucken. Okay, hier seht ihr schon, das ist so flexibel. Das kennt man von anderen Epilierern jetzt nicht unbedingt. Ja, was ist da so enthalten? Eine Tasche, so Wildleder, zumindest optisch und fühlt sich auch so ein bisschen wildledermäßig an. Was haben wir neben? Okay, Kabel. Ladekabel und hier so eine kleine Bürste zum Reinigen. Die sieht ganz süß aus. Kabel. Gut, dann öffnen wir jetzt mal diese Tasche, die extra mitgeliefert wird. Und hier haben wir das Gerät. Das ist leer, Verpackungsmaterial. Hier haben wir den Aufsatz. Das Teil kann gleichzeitig epilieren und rasieren. Schauen wir uns mal an. Ja, bin ich mal gespannt drauf. So haben wir noch einen zweiten Aufsatz, sieht mir so aus. Kann man wahrscheinlich austauschen. Hier kann man schon direkt sehen. Das ist schön flexibel. Sagen wir mal, wir gehen so über die Haut. Okay, muss man natürlich üben, wie man damit umgeht. Hier haben wir ein Knöpfchen. Alles zum Lösen des Aufsatzes. Okay, dann kann man hier den Aufsatz austauschen. Okay. Muckt noch nicht, muss ich erst laden. Ja, also ist auf jeden Fall ganz hübsch, schönes Design und liegt super in der Hand. Das kann man schon mal sagen. Gut, dann setze ich das Teil mal zusammen und lade es auf und dann führe ich es euch mal vor. Das Ladekabel steckt man hier unten rein und dann steckt man das halt in die Steckdose. Während das Gerät auflädt, blinkt es hier. Mal sehen, wie lange es braucht, bis es aufgeladen ist. Und dieses Teil setzt man hier oben ein. Das klackt und dann ist es hier drin und das hier ist auch flexibel. Kann man das jetzt schon am Kabel benutzen? Wir probieren es mal. Nein, oder?
Nee, es muss schon ein bisschen laden. Hier seht ihr mal noch den anderen Aufsatz. Den kann man hier auch irgendwie auseinanderziehen. Hier sind so kleine Rollen auf beiden Seiten. Das ist auch flexibel. Alternativ kann man das hier aufsetzen. Das hier ist diese etwas schonendere Variante beim Epilieren. Das hier ist wohl die nicht so schonende Variante, wenn ihr es schnell und ordentlich haben wollt, genau. Und dann gibt es hier noch einen Kopf, aber da ist sie gar nicht dabei, oder? Facial Cap for more sensitive areas. Hier, wo ist es? Also in der Box war das jetzt nicht enthalten. Kann man es dazu kaufen? Oh, leer. Nicht dabei. Soll das wirklich inklusive sein? Ich glaube, sie hätten es geschrieben, wenn es nicht so wäre, oder? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Jedenfalls soll es sowas noch geben. Könnt ihr euch hier mal genauer noch angucken. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal noch die Tasten an von diesem Gerät. Hier haben wir erstmal diesen flexiblen Kopf. Das Gerät ist druckempfindlich. Das besagt diese Senso-Smart-Funktion. Es gibt ein Smart-Light. Ich nehme an, das schaltet sich dann an, wenn es etwas dunkler wird. Das werden wir dann sehen. Power-Button. Es gibt ein Travel-Lock. Um den Travel-Lock zu aktivieren, drückt man 3 Sekunden. Um Senso Smart zu aktivieren, drückt man 10 Sekunden. Ja, und hier haben wir 2 Geschwindigkeitsstufen. Hier unten. Hier seht ihr, was die Lichter hier unten bedeuten. In diesem Moment, wenn es so blinkt, lädt das Gerät. Wahrscheinlich ist es dann voll, wenn es nicht mehr blinkt und weiß leuchtet. Bei Gelb hat es nur noch eine geringe Ladung. Der Epilierer kann unter Wasser und im Trockenen genutzt werden. Also ihr könnt das Teil auch unter der Dusche benutzen. Das werde ich auch testen. Hier habt ihr übrigens dann noch die Bedienungsanleitung. Die gibt es in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Deutsch startet auf der Seite 6. Natürlich sehr schön, dass das gleich da vorne ist. Gucken wir mal kurz durch. Die ist eigentlich recht kurz, geht aber perfekt schon dann mit Englisch. Der Ladevorgang benötigt 2 Stunden laut Anleitung. Übrigens steht hier in der Anleitung, man sollte das Gerät nicht in Kontakt mit Kopfhaar oder Wimpern bringen. Also falls jemand auf die Idee kommt, den Rasierer zu benutzen für Kopfhaar oder Wimpern, soll man aus Verletzungsgefährdungsgründen nicht tun. Was auch interessant ist, ist, wenn das gelbe Licht aufleuchtet wegen geringer Ladung, hat man noch etwa 15 Minuten Zeit. Die Betriebszeit beträgt 50 Minuten, sofern man es innerhalb von 24 Stunden nach der Vollladung nutzt. Man kann das Gerät auch 15 Minuten lang laden, wenn man es 10 Minuten lang nutzen möchte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Beim Braun Kundendienst kann man sogar den Akku austauschen lassen. Jetzt erklärt sich auch, warum mir ein Aufsatz fehlt. Je nach Modell stehen verschiedene Aufsätze zur Verfügung. Also bei mir fehlt einfach dieser Aufsatz fürs Gesicht, dieser hier. Hier seht ihr übrigens auch, wie rum ihr den Aufsatz aufsetzen müsst. Es gibt hier so 2 kleine Pfeile, die müssen übereinander sein. Auf der anderen Seite gibt es das nicht. Das war jetzt vorhin so mein Problem, dass ich das noch nicht wusste. Ich habe das Gerät jetzt mal eine Weile aufgeladen und will es jetzt mal testen. Ich schalte es jetzt mal ein, damit ihr mal hört, wie das klingt und wie es funktioniert. Das ist die langsamere Stufe. Und die schnelle Stufe. Ola. Ich glaube, wir fangen langsam an. Okay. Schauen.
Ja, da muss man noch mal drüber, aber für den Anfang sieht es schon ganz gut aus, denke ich. Ja, mein Haarwuchs ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber ja, man sieht schon ein Ergebnis. Machen wir mal weiter. Ja, aber man sieht doch schon ein Ergebnis. Sieht gut aus. Ja, ist auch gar nicht so schlimm, wie ich mir dachte. Ich habe jetzt zum ersten Mal epiliert und ja, also es zieht ein bisschen, aber ist nicht weiter tragisch. Und hier seht ihr auch, dass es flexibel ist. Ja, also ich denke, es macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Ich mache jetzt mal dieses schonende Oberteil ab und guck mal, wie es sich dann anfühlt. Zum Teil hängen da die Haare drin. Das muss man dann halt reinigen. Am anderen Bein probiere ich jetzt mal den anderen Aufsatz. Ich nehme an, der ist weniger schonend. Bin mal gespannt. Wow! Machen wir langsam. Oh ja. Das ist schon ein bisschen herber. Ja, also der andere Aufsatz ist deutlich angenehmer. Also den anderen Aufsatz kann ich echt sehr empfehlen. Ich glaube, den nehme ich auch weiter. Weil man muss sich ja nicht unnötig quälen. Also es ist schon ein sauberes Ergebnis. Man muss schon mal öfter drüber an manchen Stellen, aber im Wesentlichen geht das Haar sofort ab. Jetzt probieren wir mal an so ein paar Stellen auch den Rasierer noch aus. So, jetzt habe ich den Rasieraufsatz drauf. Dann probieren wir das mal aus. Ja, das Ergebnis ist natürlich auch ganz schön, aber für die Beine würde ich doch eher den Epilierer benutzen. Für die Achselhaare dann wahrscheinlich mehr den Rasierer. Das probieren wir jetzt mal unter Wasser. So, wir sind jetzt unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob man mich immer noch so gut hört. Ich habe jetzt um mein Handy eine Hölle gemacht, eine Wasserdichte. Das hier ist eine unrasierte Seite. Auf der anderen Seite habe ich gerade den Epilierer ausprobiert, mal so aus Jux. Und es wurde leider blutig. Also das kann ich nicht so empfehlen. Aber wer das gewohnt ist, kann natürlich auch den Epilierer benutzen. Ist natürlich schöner mit dem Epilierer, denn der Rasierer hat leider keinen flexiblen Kopf. Aber ich werde euch hier jetzt nicht den Epilierer vorführen, weil das jetzt wirklich ein bisschen heftig war. Also es fühlt sich auch immer noch ja, nicht so schön an. Bisschen geschwollen. Ich denke, da muss ich jetzt meine Achsel erstmal erholen. Aber wir probieren jetzt hier in der Dusche nicht unter laufendem Wasser das Gerät aus mit dem Rasiererkopf. Hier unten übrigens hat man leider keinen Deckel, weshalb ich das Gerät nicht bei laufendem Wasser nutzen würde. Aber ich denke, in der feuchten Dusche ist es okay. Ja, da müsste Braun, glaube ich, noch ein bisschen nachjustieren und einen Deckel noch mitliefern, den man vielleicht auch hier unten befestigt hat. Gut, dann schalten wir mal das Gerät ein. Dann seht ihr nämlich auch das Licht, das sich automatisch einschaltet. So.
machen wir eine niedrigere Stufe. Und dann rasieren wir. Ja, das Ergebnis geht schon ganz gut. Also man kann es unter der Dusche auf jeden Fall auch nutzen, aber ja, der Epilierer, das war so eine Sache. Ich guck mal gerade, ob ich euch die Seite zeigen kann, ob man da jetzt noch was erkennt. Es tut jetzt eigentlich, glaube ich, nur noch weh, aber es hat vorhin auch geblutet. Ja, also auf der anderen Seite seht ihr jetzt nur noch eine Rötung an der Stelle, wo ich das probiert habe. Also es blutet jetzt nicht mehr. Das ist auf jeden Fall alles andere als schön. Naja, es gibt Leute, die sind das wohl gewohnt, die epilieren unter den Achseln, aber ja, ich bin das halt nicht gewohnt. So, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter rasiert und das Rasierergebnis sieht sehr gut aus, denke ich mal. Wir haben ein bisschen Rötung, aber das wurde auch in der Anleitung schon angekündigt. Ich denke, das geht dann auch weg mit der Zeit. Ich finde, fürs Gesicht epilieren ist dieses Gerät auch ganz gut. Also es schmerzt nicht zu stark. Man kann es auf jeden Fall ganz gut nutzen. Wenn man den Flaum vom Gesicht entfernt, finde ich, sieht auch das Gesicht immer gleich ein bisschen gepflegter aus. Insofern finde ich das Gerät dafür auch ganz gut und ich werde es dafür auch in Zukunft nutzen. Ja, was lässt sich jetzt als Fazit sagen? Ich finde, das Epilieren mit diesem Massageaufsatz total angenehm, also das ist wirklich nicht schmerzhaft, auch für jemanden, der zum ersten Mal epiliert. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ohne den Aufsatz ist es schon ein bisschen schmerzhafter. Der Rasierer ist total angenehm, könnte ein bisschen besser sein, finde ich. Und ja, dass hier kein Aufsatz beim Duschen dabei ist, finde ich ein bisschen schlecht. Also es kann sein, dass es auch ohne Aufsatz funktionieren würde unter laufendem Wasser, aber das habe ich mich jetzt nicht getraut, weil ich noch eine Weile Spaß mit diesem Gerät haben möchte. Vielleicht kann jemand in den Kommentaren sagen, ob er es mal bei laufendem Wasser probiert hat und ob das Gerät Schaden genommen hat. Ich wollte es jetzt nicht testen. Das Gerät kostet um die 200 Euro. Also meistens ein bisschen über 200 Euro. Wenn das Video jetzt 100.000 Aufrufe hätte, hätte ich gesagt, okay, machen wir mal, geben wir uns den Spaß. Dann kann ich mir nämlich das Gerät nochmal kaufen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus und deswegen, das Gerät wollte ich mir jetzt nicht nochmal neu kaufen. Weil ich es eigentlich ganz schön finde, also das Design gefällt mir gut. Und zum Epilieren werde ich es definitiv in Zukunft nutzen. Das werde ich jetzt auch gleich beim Fernsehen noch ein bisschen benutzen und meine Beine noch fertig epilieren. Ja, und zum Rasieren, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt mal einen Epilierer habe, insbesondere eben für die Beinpflege. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und unter den Achseln, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wer es gewohnt ist und das schmerzbefreit ist, der kann das natürlich machen. Also wer schön sein will, muss ja leiden. Aber ich muss sagen, bevor ich mir den Schmerz nochmal gebe, bin ich lieber nicht schön und rasiere lieber weiterhin. Ja, das ist mein Fazit zu dem Gerät. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, dann würde ich mich freuen. Und wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann abonniert uns gerne. Tschüss!